Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC. Wir sehen uns heute ein BlackBerry-Smartphone an, genauer gesagt das DTEC 50 von BlackBerry, und wir starten einfach mal mit dem Unboxing. Das heißt, wir sehen uns zunächst das Smartphone etwas genauer an, werfen später noch einen Blick in den Lieferumfang und wir sprechen natürlich über ein paar der technischen Details, die dieses Smartphone betreffen. Ja, fangen wir einfach einmal an. Wir werden zunächst ein paar der Schutzfolien hier, die Verpackungsfolien entfernen, um uns das Gerät näher ansehen zu können. Und blicken dann hier auf das neue DTEC 50 von BlackBerry. Und wir haben hier ein Smartphone, das, wie man hier gut sehen kann, mit einer eigentlich komplett veränderten Rückseite auf den Markt gekommen ist. Das heißt, im Gegensatz zu den anderen BlackBerry-Geräten haben wir hier einfach einmal wirklich ein Konzept, eine Konzeptänderung in dem Aufbau dieses Smartphones. Wir haben hier eine Gummi Rückseite, die man hier angebracht hat, die auch ein bisschen angeraut ist. Das heißt, hier kann man, ich versuche mal möglichst schräg meine Hand zu halten, hier kann man wirklich sehr, sehr weit gehen, ohne dass das Smartphone runterrutscht. Das heißt, hier haben wir wirklich eine Rückseite, die auf den ersten Blick so bei anderen Smartphones noch nicht aufgetaucht ist, zumindest nicht in der letzten Zeit auf den Smartphones des europäischen Marktes. Und das, ja, gefällt mir spontan, ehrlich gesagt. Erstmal vom Design, zweitens, weil es gut in der Hand liegt, weil es einfach einen guten Grip hat, diese Gummi-Oberfläche, und trotzdem wirkt es edel, wie es hier an dieser Stelle umgesetzt wurde. Das heißt, das gefällt mir erstmal spontan. Und was mir ohnehin gefällt, das ist mir, hat mir schon bei den anderen neuen BlackBerry-Smartphones gefallen, dass man vom Design her, wie ich finde, zumindest einen recht interessanten Weg gegangen ist, dass man eben auf ein Aluminium Rahmen zwar Wert legt, den aber etwas flacher hält als die Rückseite und die Vorderseite des Smartphones. Das heißt, die Displayfläche, die endet eben an der Kante hier und die endet an der Kante dort, und dann werden dort draußen nochmal oben und unten, also jetzt im Bild links und rechts, die Lautsprecher dort eingesetzt, sodass die Lautsprecher sowohl nach vorne schallen können als auch nach hinten schallen können. Das ist also auch ein verändertes Lautsprechersystem oder ein verändertes Lautsprecherdesign, und das gefällt mir spontan erstmal. Das ist natürlich alles subjektiv, was jetzt diese Designsachen angeht, aber ich kann da wirklich sagen, das ist für mich erstmal als Tester ein Design, mit über das ich sehr glücklich bin, im, sagen wir es mal so, Onibody Design, wie wir es sonst vielleicht bei anderen Smartphones finden, wo teilweise nur sehr, sehr geringe Veränderungen, auch Designänderungen auch zwischen einzelnen Herstellern nur bestehen und man da sehr, sehr viel Einheitsbrei hat. Hier hat BlackBerry sich wirklich mit einem Design auch mal ein bisschen abgehoben, und mir gefällt es, wie gesagt. Gucken wir uns aber erstmal an, wie die Verarbeitung ansonsten ist. Die Rückseite, wie gesagt, gefällt mir. Man kann das hinten übrigens auch nicht eindrücken. Das heißt, es ist nicht nur eine ganz, ganz flache Gummidecke, sondern man hat dahinter schon noch irgendwie festes Material. Das kann entweder Glas sein oder Aluminium, da bin ich mir aber nicht sicher, das wäre jetzt nur Spekulation. Fest verbaut ist es im Übrigen alles, das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, den Akku zu wechseln. Das erstmal vorab. Die Kanten hier sind wieder leicht angeschliffen worden, damit man eben so ein bisschen die Spiegelung im Design auch erkennen kann. Ansonsten ist das Ganze in matt gehalten und auch in der Farbe Schwarz eben hier inszeniert, in der Farbe Schwarz umgesetzt. Und diese Anschliffe finden wir sowohl bei den einzelnen Buttons, die man hier auch aus Aluminium eben dort eingefügt hat, als auch eben an den sonstigen Kanten. Das heißt, immer links und rechts bei der Kante findet man so einen Anschliff. Immer auf der Mitte ist es eben dann mattiert und eingefärbt. Und das, ja, ich würde mich wiederholen, das gefällt mir erstmal spontan ganz gut. Ja, was gibt es zu dem DTEC 50 zu sagen? Wir haben hier ein Smartphone, das wieder damit glänzen möchte, dass man ein nahezu natives, das heißt eigentlich 100% unverändertes Android auf dieses Smartphone gebracht hat. Und wir haben hier wieder ein Smartphone, das sehr auf die Sicherheitsnische eingeht. Das heißt, wir haben mehrere BlackBerry-Apps, die sich um verschiedene Privatsphäre-Einstellungen noch einmal kümmern, die sozusagen es ermöglichen, das erstmal unveränderte Android, man sagt teilweise auch, oder so wird es in der Werbung teilweise benannt, zu härten. Das heißt, man kann hier im BlackBerry-System sozusagen eine gehärtete Variante von Android nutzen. Das heißt, eine Variante, die
stärker die Privatsphäre, die Sicherheit des Smartphones eben dort an dieser Stelle schützt. So viel also erstmal zu den einzelnen Werbeversprechen dieses Smartphones. Wir haben hier ein Gerät, das mit einer Zollgröße von insgesamt 5,2 Zoll auf den Markt kommt. Das bedeutet im Übrigen für die einzelnen Kanten, die wir haben, dass hier eigentlich BlackBerry auch relativ nah an das Display herangetreten ist, denn wir haben gerade einmal 72,5 mm in der Breite, 147 mm in der Länge und gerade einmal, das ist auch relativ wenig, eben 7,4 mm in der Dicke des Smartphones. Und das alles eben auf einer Zollgröße von 5,2 Zoll, bedeutet 13,2 cm in etwa über das diagonale Seitenverhältnis. Das gefällt mir erstmal. Erstmal von der Größe her, weil das eben wirklich gut in der Hand liegt und das noch eine bedienbare Größe ist, das schafft man es auch noch einigermaßen, das Ganze problemlos eben in der Einhandbedienung zu betätigen. Und BlackBerry legt hier eben so ein bisschen Wert darauf, dass auch die Kanten möglichst dünn gehalten werden, obwohl man auch hier wieder natürlich zugestehen muss, dass wir selbst auch hier wieder fast 3 mm auf jeder der beiden Kanten haben. Das muss man definitiv auch dazu sagen. Das heißt, ein Edge-Display haben wir auch bei diesem System definitiv nicht. Wir haben hier übrigens ein Full-HD-Display auf diesem 5,2 Zoll Bereich. Das heißt, scharf sein sollte das Ganze eigentlich auch. Und ja, ehe es weitergeht über die technischen internen Details, sehen wir uns zunächst einfach einmal die Kanten an. Fangen oben an. Oben finden wir die 3,5 mm Klinke. Dort können wir den Lautsprecher anschalten, also einen externen Lautsprecher zum Beispiel anschließen. Wir können den Kopfhörer anschließen. Dann haben wir hier auf der rechten Seite ungefähr symmetrisch angebracht, naja, fast symmetrisch angebracht, finden wir dort einen Mikrofoneingang. Dann haben wir auf der rechten Seite die Lautstärke-Wippe, das heißt den Volume-Rocker mit einem, wie ich finde, angenehmen Druckpunkt. Das ist also nicht zu schwergängig und nicht zu leichtgängig und Spiel hat es auch nicht. Das heißt, es ist eigentlich gut in diese Fräsung dort eingelassen. Dann haben wir auf der rechten Seite etwas, was wie ein Power-Button anmuten könnte. Es ist allerdings kein Power-Button. Das ist ein Button, den BlackBerry selber als Komfort-Taste bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen Multitouch-Button, das heißt, ich habe die Möglichkeit, diesen Button zu programmieren. Das findet man auch bei relativ vielen Herstellern zurzeit, bei den neuen Geräten zumindest, was ich auch praktisch finde. Dort hat man dann die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, über den Druck dieses Buttons möchte ich die Taschenlampe aktivieren oder ich möchte damit automatisch die Google-App aufrufen oder ich möchte, man könnte jetzt noch diverse andere Beispiele bringen. Man hat die Möglichkeit, diesen Button zu programmieren und eben einen Startvorgang von irgendetwas sozusagen damit in die Wege zu leiten. Ich kann natürlich auch das als Kamera-Button zum Beispiel benutzen und damit dann da in der Kamera-App sozusagen das als Auslöser für die Foto-App oder für die Video-App nutzen. Das sind alle Möglichkeiten, die ich also dort habe. Dann habe ich hier, es sieht fast so aus wie ein kleiner Button, beziehungsweise eine kleine Möglichkeit, dort ein Einschubfach herauszuholen. Wobei mich das fast ein bisschen irritieren würde, weil das dann wahrscheinlich an dem Button hier abschließen würde. Das ist erstmal recht interessant, da werden wir gleich uns nochmal, oder ich werde jetzt direkt einmal einen Blick drauf werfen. Holen wir uns einmal ganz schnell das Werkzeug. Zack. Gucken wir einmal. Ah, okay. Gut, da verbirgt sich also wirklich ein relativ großer Slot und dort haben wir die Möglichkeit, eine Micro-SD-Karte einzufügen in der rechten Kante und links eine Nano-SIM-Karte. Und das habe ich so gesehen eigentlich auch noch nicht, auch bei anderen Herstellern noch nicht gesehen, dass man sozusagen die eine Kante an einem der Buttons dort auslaufen lässt und dadurch eben nur eine Unterbrechung im Gehäuse hat. Das heißt, die eigentliche sichtbare Unterbrechung, die findet man eben hier. Und bei den meisten anderen Geräten hat man sonst eben eine meistens zwei kleine Unterbrechungen, die man hier sieht. Und hier endet eben die Unterbrechung direkt beim Button, sodass das gar nicht ersichtlich wird. Das heißt, dieser kleine Druckpunkt, der dort ist für das Zubehör,
für das Werkzeugteil. Das mutet eigentlich mehr an wie ein Mikrofoneingang, wie hier oben beispielsweise, und gar nicht wie so ein Zubehörfach. Das finde ich auch erstmal positiv vom Design. Das habe ich auch bei den anderen Blackberries noch nicht so gesehen. Gut, gucken wir unten weiter. Unten haben wir wieder einen Mikrofoneingang und einen Micro-USB-Port. Das heißt, hier ist es eigentlich ein bisschen schade, dass BlackBerry dort noch nicht den USB-C-Standard verbaut. Einhergehend natürlich auch damit, dass wir bei dem USB-C-Standard wesentlich mehr Möglichkeiten haben, den Akku auch mit Schnellladefunktionen zu bedienen. Das heißt, wirklich in kürzester Zeit den Akku aufzuladen. Wir werden uns natürlich im Laufe der Videos ansehen, wie schnell hier der Akku lädt, beziehungsweise wie schnell er sich auch entlädt. Hier hat man also leider nur den alten Standard, den Micro-USB-Standard, verbaut. Gucken wir auf der linken Seite, wie es weitergeht. Hier finden wir dann den eigentlichen Power-Button, den man oben links angebracht hat. Das heißt, man würde als Rechtshänder dann wahrscheinlich mit dem Zeigefinger das Ganze bedienen und als Linkshänder mit dem Daumen. Beides ist relativ gut erreichbar. Ich würde fast behaupten, dass es für Rechtshänder besser erreichbar ist als für Linkshänder, da man mit dem Daumen dann, naja, ich bin auch so gesehen, ich bin Rechtshänder, von daher, ich glaube aber, selbst als Linkshänder kann man das mit dem Daumen eben ganz gut erreichen. Ja, gut, werfen wir einen Blick auf die Vorder- und Rückseite, nachdem wir uns die Kanten angesehen haben. Hier sehen wir einmal die Hauptkamera, die BlackBerry hier bei dem DTEC 50 eingebaut hat. Diese Hauptkamera verfügt insgesamt über 13 Megapixel, mit Autofokus wohlgemerkt, mit Bildstabilisator, HDR-Modus etc. Wir haben hier einen Blendenwert, der bei der Blende 2.0 startet, also 2.0 startet. Wir haben die Möglichkeit, den dualen LED-Blitz darunter zu nutzen, wie man hier sehen kann. Das sind nochmal zwei verschiedenfarbene LEDs, eine im etwas kaltweiß-Bereich, fast grünlich, und das andere mutet eher wie orange-gelb an, um auch Hautdarstellung beispielsweise bei Porträts zu verbessern, vermutlich zumindest. Digitaler Zoom ist übrigens bei der Hauptkamera auch mit dabei, vierfach digitaler Zoom. Das werden wir uns auch später angucken, wie stark auf Kosten der Bildqualität das Ganze dann läuft. Bildstabilisierung, wie gesagt, ist mit drin. Und in dem Videoaufnahmemodus kommen wir hier maximal in den Full HD-Bereich, das heißt 1080 Pixel. 30 Bilder pro Sekunde im Übrigen ist hier der Durchschnittsstandard, den wir bei dieser Smartphone-Kamera dort auch finden können. Frontkamera, wenn wir uns dort einmal hinbewegen, dann haben wir hier eine 8 Megapixel starke Frontkamera, auch dort mit einem Fokus, allerdings nicht mit einem Autofokus, sondern einem sogenannten Fixed Focus. Das bedeutet, dass wir sozusagen einen Fokus haben, der schon auf die Selfie-Größe sozusagen zugeschnitten ist. Das heißt, man stellt meistens in solchen Fällen, beziehungsweise bei allen Kameras, die dann keinen richtigen Autofokus haben, einen möglichst nahen Bereich an der Kamera. Das entspricht meistens einem halben bis einem kompletten Meter dort scharf. Das ist dann ungefähr so der Bereich, in dem wirklich alles scharf ist, und das wird dann eben für den Selfie-Bereich gut genutzt. Das ist dann eben kein reiner Autofokus, der wirklich immer neu fokussiert, sondern eben der sogenannte Fixed Focus. Und man hat hier im Übrigen ein Weitwinkelobjektiv und kein Standardobjektiv. Das heißt, die Perspektive strahlt hier im 84-Grad-Winkel erstmal ab. Bild- und Videostabilisierung ist auch hier mit drin. Und wir haben auch hier die Möglichkeit, mit 30 Bildern in der Sekunde, mit 30 Frames per Seconds, hier die Full-HD-Aufnahmen vorzunehmen. Wir haben übrigens einen Selfie-Blitz über das Display. Der wurde aber nicht wieder hardware-technisch verbaut, sondern eben nutzt ja auch wieder die Helligkeit des Displays. Das heißt, es gibt einen kleinen Lichtblitz. Einmal wird ganz hell eben das Display erleuchtet, und damit kann man dort eben bei schlechten Lichtsituationen versuchen, sein Selfie-Bild etwas zu verbessern. Gängige Bildformate bei beiden Kameras sind eigentlich die komprimierten. Das heißt, wir haben, soweit ich weiß, keine Rohdaten, die wir hiermit ablegen können. Da werden wir uns später aber nochmal darüber informieren, beziehungsweise uns das später gemeinsam ansehen. Das heißt, wir haben die Standardformate wie JPEG, GIF, PNG etc., die standardkomprimierten Varianten zur Bildaufnahme hier vorliegen. Ja, so viel also erstmal zu der Videoaufzeichnung, die wir hier haben. Was können wir hier oben übrigens noch einmal sehen? Wir können neben der Kamera natürlich den Lichtsensor sehen. Wir können einmal hier, ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann. Ich glaube, man sieht es ein bisschen grau hinterlegt oder ein bisschen mehr in der Farbe
Displays. Hier haben wir eine kleine LED als Statusbenachrichtigung. Das heißt, dort können wir zum Beispiel über entgangene Anrufe informiert werden. Das heißt, die LED blinkt dann beispielsweise auf, sofern wir das so eingestellt haben, wenn wir nicht ans Telefon gegangen sind und wenn in unserer Abwesenheit beispielsweise eine neue Nachricht reinkam von WhatsApp, Facebook etc. Oder ein neuer Anruf uns entgegenkam, dann zeigt uns die LED-Benachrichtigung dann an, dass eben so ein Fall vorlag. Gut, an rein internen Werten, wenn wir darauf noch zu sprechen kommen, haben wir hier zunächst einmal 3 GB Arbeitsspeicher verbaut und diese 3 GB Arbeitsspeicher arbeiten mit 16 GB internen Speicher zusammen. Als Prozessor hat BlackBerry in diesem Smartphone einen Qualcomm Snapdragon 617 Octa-Core Prozessor verbaut, 64-Bit stark, 1,5 GHz schnell. Und ich denke, in der Kombination mit 3 GB Arbeitsspeicher sollte das eine einigermaßen gute bzw. problemlose Performance dort an dieser Stelle liefern. Gucken wir uns als letztes noch eine Eigenschaft an, nämlich einmal das Gewicht an sich, auch resultierend natürlich aus dem verbauten Akku. Wir haben hier 135 Gramm, was für eine Zollgröße und für die Ausstattungsmerkmale, das heißt Aluminium, verbaut beispielsweise, noch relativ leicht ist, muss ich sagen. Das liegt eben dementsprechend auch gut in der Hand. Und der Akku, der hier verbaut wurde, ist im Übrigen 2610 mAh groß. Das heißt, man geht hier noch so gesehen den Mittelweg. Es gibt auch Smartphones, die da teilweise schon bei der Zollgröße und bei dem Preis auf die 3000 mAh bzw. 3500 mAh zugehen. Hier haben wir also noch so ein bisschen den Kompromiss von 2610 mAh. Mit denen sollte man aber auch einigermaßen gut über den Tag bzw. Bei etwas geringerer Bedienung einigermaßen gut über das Wochenende kommen. Ja, und das soll insgesamt auch schon gewesen sein zum kleinen Unboxing dieses Smartphones an sich. Wir werfen jetzt natürlich noch einen Blick auf den Lieferumfang an sich. Sehen hier zunächst einmal ein paar Bedienungsanleitungen. Zack. Ein paar ist gut, diverse Bedienungsanleitungen und auch Garantiekarten werden es vermutlich sein. Genau, einmal ein Quick Start Guide, das heißt eine Schnellstartanleitung, die hier den Titel Los geht's trägt. Dort sehen wir nochmal die Kombination von allen Dingen, Komfortschaltfläche, Lauter-Leise-Taste, Frontkamera, Benachrichtigungs-LED, Ein-Aus-Taste. Das heißt, hier ist nochmal schnell erklärt, wo wir welche Funktionen an dem Gehäuseteil eigentlich finden. Dann gibt es hier verschiedensprachige Garantiekarten. Auf die muss ich, denke ich, auch nicht näher eingehen. Und dann findet sich hier noch im Lieferumfang einmal ein Kopfhörer, dürfte das sein. Gucken wir einmal genauer rein. Genau, ein In-Ear-Kopfhörer mit verschiedenen Silikonaufsatzteilen, also verschiedenen Größenvariationen. Dann haben wir hier ein Standardgerät zum Übertragen von Strom, das heißt ein Steckdosenadapter. Und wir haben hier nochmal ein USB-Kabel, das ja, packe ich auch mal aus. Haben wir einmal, wie es auch schon der Anschluss verraten hat, Micro-USB auf USB 2.0. Ja, und das war dann auch schon insgesamt, gucken wir noch einmal, ja, da ist nichts weiter drin. Das war dann insgesamt auch schon der Lieferumfang und damit bin ich mit dem kleinen Unboxing-Video und dem ersten Eindruck zu dem D-Tech 50 von BlackBerry schon am Ende. Ich hoffe, euch konnte das Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr Fragen haben solltet, stellt sie natürlich wie immer gerne in den Kommentarspalten unterhalb des Videos. Und ansonsten bedanke ich mich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.